Hi Leute, ich bin Martin von MP Garage und wir zeigen euch heute den aktuellen Audi A7. Der Audi A7 ist technisch im Prinzip ähnlich zum Audi A6. Wir haben einfach nur eine andere Hülle und man sieht es an der Front. Die Front fängt ein bisschen runder an und die komplette Fließform zieht sich geschmeidiger nach hinten durch. Abgerundet wird das ganze Bild durch den herausfahrbaren Heckspoiler, der bei 140 km/h automatisch ausfährt, oder man betätigt manuell den Knopf im Innenraum. Hier unten haben wir die Radarsensoren für das ACC-System. Der prüft automatisch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und hält den auf die aktuelle Geschwindigkeit. Hier vorne haben wir die Kamera für den Parklenkassistent und für das Around View. Zusätzlich haben wir in unserem Modell Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischem Abblendlicht. Wir haben hier oben eine Kamera verbaut, die die Straße filmt und die Spurlinien aufnimmt und somit das Fahrzeug zwischen den Linien hält. Interessant ist aber auch, dass in der Baustelle er den Unterschied kennt zwischen den gelben und den weißen Linien und somit die gelben Linien bevorzugt. Wir haben bei dem Schlüssel drei Tasten, zwei bekannte auf und zu und in der Mitte noch die Kofferraumtaste. Wenn wir die lange gedrückt halten, geht der Kofferraum automatisch auf. Das ist ganz praktisch, wenn wir zum Beispiel irgendwie was in der Hand haben und schon beim Hinlaufen möchten, dass der Kofferraum sich öffnet, um das dann einfach in den Kofferraum einzulegen. Und wenn wir jetzt wieder lang drücken, dann schließt sich der Kofferraum. Zusätzlich noch ein Warnsignal, dass man sich fernhält und nicht eingeklemmt wird. Unterscheiden kann man das aktuelle Modell zum Vorgängermodell anhand der vorderen Scheinwerfer, der Rücklichter und des unteren Teil des Stoßfängers. Zusätzlich haben wir hier unterhalb des Emblems eine Rückfahrkamera, die ergänzt das ganze System mit der vorderen Kamera. Der Audi A7 verfügt über ein Keyless-Go-System. Das bedeutet, wenn ich den Schlüssel in der Tasche habe und hier hingehe, die Hand reinführe, habe ich schon eine offene Tür. Wenn ich die Tür jetzt wieder zumache und mich von dem Fahrzeug entfernen möchte, dann brauche ich lediglich hier außen zu berühren und der Wagen schließt sich ab. Unser Modell hat den 3 Liter TDI Motor mit 200 kW, 272 PS und 580 Newtonmeter. Übertragen wird das Ganze über einen 7-Gang DSG an den Quattro-Antrieb. Audi lässt hier mit 250 km/h zu und von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. In unserem Modell haben wir die S-Line-Ausstattung mit den S-Line-Sitzen und dem S-Line-Lenkrad in Verbindung mit den gebürsteten Alu-Zierleisten und einem Head-Up-Display. Das Head-Up-Display zeigt uns die aktuelle Geschwindigkeit, die zulässige Geschwindigkeit, aktuelle Verkehrsinformationen bezüglich Navigation und die Assistenzsysteme. Zusätzlich haben wir ein Schiebedach verbaut, einen Parklenkassistenten, Parksensoren und hier die Möglichkeit, den Heckspoiler manuell auszufahren. Das Touchfeld im MMI ermöglicht uns die Eingabe über Schrifterkennung. Wir gehen hier zum Beispiel ins Navigationssystem und schreiben ein L, ein E, ein O und können direkt aus der Liste Leonberg auswählen. Hier können wir zum Beispiel sehen über die Rückfahrkamera, wohin der Wagen gelenkt wird und wie weit der Abstand noch zum anderen Fahrzeug hinter uns ist. Wenn wir in den Vorwärtsgang einlegen, springt er nach vorne auf die vordere Kamera und wir können dort sehen, wo sich der Wagen hinbewegen wird. Dieses System funktioniert bis 10 km/h, danach schaltet sich es automatisch ab. Über diesen Hebel hier, unterhalb vom Blinkhebel, kann ich Set drücken und dann speichert er die aktuelle Geschwindigkeit und hält den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Man kann das hier über diese grünen Symbole sehen. Gleichzeitig haben wir aktiven Spurhalteassistent, sprich, wenn wir jetzt weiter nach innen kommen, das Lenkrad losladen, leitet er zurück zwischen die Spuren und hält somit genau zwischen den Spuren. Nach
einer gewissen Zeit meldet er uns dann, dass wir das Lenkrad wieder übernehmen sollen, weil wir nicht selbstständig fahren dürfen. Es ist nur ein Assistent, es ist kein selbstfahrendes System. Gleichzeitig können wir hier über diesen roten Punkt sehen, wie hoch die maximale Geschwindigkeit eingestellt ist beim Tempomat. Sprich, wenn das ACC kein Fahrzeug vor uns erkennt, wird der Tempomat in unserem Fall jetzt auf 120 hoch beschleunigen. Wir können das aber durch Betätigen des Hebels reduzieren oder erhöhen. Zusätzlich können wir uns über den Bildschirm im Kombi-Instrument anzeigen lassen, wie entfernt das vorausfahrende Fahrzeug ist, und können dies auch über eine Einstellung hier an dem Bedienhebel hier unten einstellen, ob das Fahrzeug vor uns weiter weg sein soll oder ob wir den Abstand reduzieren möchten. In diesem Fall hat der Z4 vor uns gerade wegbeschleunigt und unser Wagen zieht bis 70 km/h nach. Da hier gerade eine Beschränkung war auf 70 km/h, habe ich mit dem roten Dreieck hier vorne eingestellt, dass das ACC maximal die Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer erreichen darf und wenn das vordere Fahrzeug langsamer fährt, er die Geschwindigkeit reduziert. Wenn wir auf Dynamic starten, stellt sich das komplette Fahrzeug auf Sport und wenn wir dann beschleunigen, können wir hier über diese Pedals noch manuell schalten, wenn wir der Meinung sind, okay, er hat jetzt den optimalen Speed erreicht und wir können einen Gang höher schalten. Das DSG verfügt über 7 Gänge. Allein schon auf der Landstraße schaltet er oft in den 7. Gang, um einfach Sprit zu sparen. Möglich sind aber mit diesem Fahrzeug über 290 Stundenkilometer. Das war's für heute mit dem Audi A7. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert es, zeigt es euren Freunden. Danke euch.